und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin diesmal in Flachau und fahre den Stoneman Taurista. Für mich kommt jetzt erstmal ein Guide, damit ich nicht so einsam bin und wir bessere Videos hinkriegen. Und die beiden hier machen sich einen schönen Tag hier im Familienhotel Reselwirt. Und von dem her kann ich guten Gewissens losstarten und freue mich schon auf eine echt geile Runde. Ich fahre den Stoneman übrigens auf 2 Tage aufgeteilt. Also heute geht es Richtung Obertauern und morgen dann eben die andere Schleife. Und ja, mehr will ich euch noch gar nicht verraten. Wartet doch einfach mal, was so alles auf mich zukommen wird. Also dann gleich auf dem ersten Berg, das sind gleich 1000 Höhenmeter rauf und dann ziemlich steile Passage, also auch mit einer kurzen Skierpassage. Dann fahren wir runter weiter nach Forstau. Haben wir wieder ein bisschen Höhe verloren, da müssen wir wieder einen Aufstieg machen. Und dann die schwierigste Passage wird sein in Forstau dann auf die Oberhütte. Das ist dann sehr steil, 4 Kilometer rauf auf die Oberhütte. Und dann oben am höchsten Punkt auf 2100 Meter haben wir dann einen coolen Trail runter. Perfekt. Also drückt mir die Daumen, dass ich mich nicht blamiere und bis zum coolen Trail komme. So, für die Mädels unter den Zuschauern, jetzt haben wir mal einen anderen Mann im Bild. Nicht immer den Martin. Weiter geht's bergauf. Mittlerweile sind wir zumindest schon auf der Vorstraße gelandet. Und wie ihr seht, muss ich ordentlich hinterher hecheln. Hoffen wir, dass es bergab dann besser geht. Auch hier gibt es richtig steile Passagen. Muss ich gerade spüren. Bis jetzt war es recht human. Aber damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Der Ausblick hier zwischendrin ist schon mal richtig geil. Gibt's gar nichts zu sagen. Mega. Und vom Wetter her scheine ich doch auch noch mal richtig Glück zu haben. Da vorne mein Guide, der ist erst 20, der hat noch Energien ohne Ende. Wie gesehen, erst ging es ein bisschen auf dem Teer, dann Forststraße und jetzt Wanderweg im Wald. Ist richtig geil. Wir haben unsere Ruhe. Mega schön. So kann es weitergehen. Schauen wir mal, wie weit wir es noch schaffen, habe ich gehört. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber schauen wir mal vor. Jetzt muss ich schauen, dass ich dranbleibe. Puh. Ah, fleißig. Gut, sauber. Ah, ihr seht. Aber gut, schieben bin ich gewohnt. Ist also nicht schlimm. Das sind diese Wegweiser, denen wir schon die ganze Zeit folgen. Der sagt jetzt steile Schiebepassage. 1 Kilometer. Teile deine Kräfte ein. Wird gemacht. Oh, schau mal. Aber man will es ja irgendwie dreckig als Mountainbiker. Und da haben wir es auch schon so bekommen. Yeah, den ersten Checkpoint haben wir schon mal erreicht. Hier ist meine Stempelkarte. Und da habe ich doch 7 Checkpoints. Ist noch nicht vorbei, also. Aber einen Hammer. Was muss ich da jetzt machen? Da unten? Ja. So. Und dann runter. Ihr seht, da ist irgendwas abgestempelt. Perfekt. Was ist mit dem anderen? Machen wir dann morgen, oder nicht? Das erste ist morgen, ja. Hier nochmal der Ausblick von Nahem.
you out of your comfort zone. 'Cause I need more of the truth right now. It's time that you made your mind up. 'Cause lately all it ever does is strange. Feels like we're only talking, talking. Going round and around, back around. I will fight like no other. Der nächste Checkpoint ist erreicht. Reinstecken. So, Mandelberg. Hammer. Läuft. Der zweite Uphill läuft schon. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen steiler. Aber gut. Irgendwoher müssen die Höhenmeter ja kommen. Checkpoint ist da, Frost auch. Na gut. Jetzt wird gejausnet. Nicht wie beim Rennfahren. Gut, dass ich mir was mitgenommen habe. Sau warm ist es. Aber da wollen wir uns mal nicht beschweren, weil eigentlich war es viel schlechter gemeldet. Nur Wasser zapfen müssen wir jetzt. Aber hier gibt es zum Glück sogar ein ausgeschildertes Trinkwasser. Für uns geht es jetzt erstmal 500 Höhenmeter relativ human auf der Teerstraße rauf, bevor es dann eben so richtig losgeht. Und schaut mal da das Panorama an. Sieht nochmal so richtig satt aus. Ich bin echt gespannt, was uns oben erwarten wird. Hoffentlich haben wir noch Glück und das Wetter hebt zu lang. Aber auch hier rauf ist dabei recht idyllisch. Bis jetzt ist echt so gut wie nichts los. Und Teerstraße ist ja auch mal ganz angenehm. Vor allem bergauf natürlich. Ja, schaut mal, wie idyllisch das jetzt alles ausschaut. Vor allem mit den vielen Wasserkramen. Krass. Hier gibt es jetzt ausnahmsweise mal kein Verdursten. Jetzt sind wir bei der Fürgeialm und überlegen gerade, ob wir einkehren sollen. Nachher geht es dann da weiter. Von da an wird es dann steil, was ich so gehört habe. Aber dafür ist es dann auch gar nicht mehr so weit. I'm a good love. Hier geht es zum Teil jetzt echt ordentlich steil rauf, aber das Panorama mega und wir haben so Glück mit dem Wetter, weil gerade eben wird es ein bisschen kühler, es ist so angenehm und Regen oder Gewitter zum Glück bisher noch nicht in Sicht. Echt saugut, ich bin so froh, aber ich bin auch schon ganz schön durch, muss ich gestehen. Ja, der erste Tag, wo ein bisschen mehr Höhenmeter sind, ist für mich aber immer recht hart. Ich bin also gespannt, wie es mir dann morgen gehen wird. Aber erstmal kommt jetzt noch die geile Aussicht vom Gipfel und bestimmt ein saugeiler Trail, was ich schon so gehört habe. Darauf freue ich mich schon so richtig. Übrigens weiß ich jetzt, wie sich so ein Kackhäufchen fühlt. Ich habe so viele Fliegen um mich rum. Das ist nicht mehr normal, das sieht man jetzt am Video vermutlich nicht. Da sieht man nur den Schmetterling. Na toll. Jetzt habe ich übrigens auch gerade erfahren, wie der Berg heißt. Und zwar Steirische Kalkspitze.
Und da vorne kommt ein See, habe ich gehört. So, wieder eine Stempelstelle. Oberhütte, Johannisfall. Da ist jetzt der besagte See. Sieht richtig geil aus. Ganz schön groß auch. Und hier ist nochmal die Hütte. Und für uns geht es jetzt hier den Weg weiter entlang zum Gipfel rauf. Den Weg da hinter mir habe ich jetzt gerade hochgeschoben. Der Guide kauft sich noch was zum Essen in der Hütte. Ich dachte, ich gehe schon mal langsam vor, weil nicht, dass noch ein Gewitter aufkommt. Und lustigerweise bin ich Leuten begegnet, schon relativ weit am Anfang von der Schiebepassage. Die haben gemeint, was, wenn du hier schon schiebst, wie kannst du dann da hochgehen? Die verstehen gar nicht, wie das eine Mountainbike-Strecke sein kann. Und ich kann euch nur sagen, klar, ein bisschen schieben, tragen, ja okay, aber es ist echt harmlos und machbar. Lasst euch ja nicht abschrecken. Und da vorne, der Stone Man. Ich gehe mal näher ran. Ja, echt saugut bis jetzt. Ich mache mal noch einen kleinen Panoramaschwenk mit euch. Auch wenn das jetzt hier nur so ein Joch ist und kein richtiger Gipfel. Deswegen ist das Panorama hier hinter schon mal megamäßig. Hier allerdings etwas versperrt leider. Dann schauen wir da drüben auf eine Liftanlage. Das ist unser Trail jetzt dann. Und hier leider wieder etwas versperrt. Aber trotzdem echt eindrucksvoll und geil bisher. Sunshine in your eyes, not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear, but I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop the burn under your spell. Can't help myself. Try to stop the burn under
myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop me from under your spell. Can't help myself. Geilo, was für ein fetter Wasserfall. Direkt neben dem Trail. Wahnsinn. Hinten raus haben wir jetzt noch ein bisschen Pech mit dem Wetter. Schaut uns mal an mit unseren Regenkondomen über den Rucksäcken. Für alle, die sich gefragt haben, was ich jetzt tatsächlich schon geschafft habe vom Gesamtprogramm. Ich habe den Rossbrand gemacht, Manselberg, Forstau, Oberhütte, Johannisfall und dann zurück nach Flachau. Und so komme ich auf ca. 110 Kilometer und 2900 Höhenmeter für heute. Morgen folgt dann Tag 2.